So, die Grüße gehen raus am Hafen von Düssan. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich grüße euch alle. So, wir machen natürlich da weiter, wo wir gestern natürlich auch gehört haben. Im Spiel. Ja, ihr wundert euch jetzt bestimmt mit die Parts, aber das ist schon so in Ordnung, muss ich dazu sagen. Ihr werdet es auch sehen auf YouTube, warum und weshalb. Deswegen nur für die Information, die jetzt hier auf Twitch natürlich zuschauen. Da kann ich leider nichts dran ändern, sonst komme ich da leider ehrlich gesagt mit durcheinander. Und deswegen ist die Partanzahl, die ich da unten eingeblendet habe, eigentlich nur für mich. Und auf YouTube sind wir dann schon bei Part 15. Deswegen habe ich bei mir unten drin stehen Part 16. Aber das hat jetzt hier mit unserem Livestream im Endeffekt nichts zu tun. Nur zu eurer Information. Wollte ich nur einmal klargestellt haben. So, wir sind einmal hier oben auf dem Dach. So, dann öffnen wir einmal die Questseite. Das sind wir hier. Und hier die Quest weg. Wir müssen noch da hinten. Okay. Amaxa elavnis gagisteos. Amenisso. Morias parastrevasmas. Morias parastrevasmas. Ere, idioti. Oran bulimiti. Papa, baby. Ich bin weg. Was? Verschaff mir mehr Zeit. Ich muss weiter. Love you, Mr.
So. Dann haben wir den auch. Mein Gott, ne, hier. Na komm doch mal hier Platz. Bist du krank im Kopf? Du hättest nicht herkommen sollen. Hallo, Chiru. Johann, Chin. Ja, mein Kopf mir hier. Eine Spur? Mein Jottne hier. Immer diese scheiß Römer. Bisher nicht. Ein Karren Lebensmittel, wie bestellt. Die Wachen des Pharao haben gerne gespendet. Das, Seni, ist mehr als ich erwartet habe. Serapis wird das Volk heute gut versorgen. Möget ihr seinen Segen empfangen, Priester. Du auch, Magi. Dann ist die Quest auch abgeschlossen. Sehr schön. So, laufen wir hier lang. Klettern wir hoch. Und dann hier hoch. Okay.
machen. So, was haben wir da hinten? Da haben wir ja mal ein bisschen Zeit, hier uns hier die Gegend anzugucken. Oh, was kecht mir noch? Nun es kette. Was haben wir da? Die beten dort. Schön. Okay. Betten. Was haben wir hier? Oh, was kecht mir noch? Nun ist Kette. Idiotin. Woran bulimi die Mechanisten in der Excelle? Dann haben wir ja hier von den Tempeln hier alles gesehen. Zack. Nehmen wir hier rüber. Wenn du ihn befreist. Ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Bis. Okay. Kommt nie drauf an, wie schwer das jetzt hier ist.
Bewegung! Los! Gib den Weg frei! Was bin ich mit dir? Du kommst hier nicht vorbei! Hey! Idiotin! Erlauben Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein! Ich bin ein Freund von Farnos, ein Beschützer. Schlag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da ist nächst! Der da stinkt wie die Pest, pass auf! Nimm dich in Acht, sein Haar! Er hat Läuse! Läuse! Leck die Gegner ab! Ich mach weiter! Ha! Hier nicht vorbei. Mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig. Ich bitte dich. Deine Frau sagte, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Beste, ja. Es gibt ein Boot im Hafen. Bring mich dorthin. Dieser Eodoros, ein abscheulicher Mensch. Er konnte nicht ertragen, dass ich ein besseres Buch geschrieben habe. Es war ein Buch über den Nil, voll wunderbarer Beschreibungen. Und ich kann sehr gut beschreiben, wenn ich das sagen darf. Deshalb hat Eodorus so viel aus meinem Buch gestohlen. Seine eigenen Werke sind geistlos. Er weiß gar nichts über den Nil. Er könnte nicht mal ein Nilpferd beschreiben, selbst wenn es ihm in den Arsch beißt. Die Soldaten werden mich umbringen, wenn sie uns finden. Und was wird dann aus meiner geliebten Frau? Sie ist das Licht meines Lebens. Nur mein Buch gefiel ihr nicht. Zu viele Krokodile, sagte sie, womit sie nicht ganz unrecht hat. Trotzdem, Eodorus wird sich dafür verantworten müssen. Ich sollte dir sagen, Eodorus ist tot. Das höre ich gern. Möge er ewig im Hades schmoren. Hast du Eodorus selbst getötet? Hab ich. Guter Mann, ich hoffe, es war sehr schmerzhaft für diesen Güllefresser. Unfassbar, dass sie einen alten Mann verprügeln. Die neue Generation von Poeten aus Alexandria scheint aus anderem Holz geschnitzt zu sein. Sie gehen jedenfalls Risiken ein. Grüße sie von mir bitte. Es wird immer schwerer, hier gute Werke zu schreiben. Da ist auch immer so Kacke hier. Vor Technik geht nach!
an Bord bist. Bitte, wir müssen aus der Stadt verschwinden. Wir müssen fliehen. Die verdammten Wachen werden mich finden. Ägypten ist kein Ort für einen Philosophen. Na, wir warten jetzt hier eben, bis die Wachen aufgegeben haben. Meine Frau, den Göttern sei Dank. Wir sind da. Mein Lieb. Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Es muss leider sein. Oh, Oligo di Flamene! Gucken. Quests. Da habe ich nur noch eine. Das ist die hier. Die kann ich nur noch machen. Aber jetzt sind wir noch nicht so weit. Wir sind gerade mal auf 13. Das ist das Problem. Also ich habe... Oh komm. Also... Weil da hinten sind ja die Pyramiden. Was ist da passiert?
Ich suche den Braumeister, Hakuf. Ich habe keine Zeit. Sprich mit einem der Aufseher, wenn du musst. Du hast nicht verstanden. Ich bin ein Magi. Apollodorus schickt mich. Apollodorus, natürlich. Es geht um den Skarabäus, den Schatten, der Sais verdunkelt. Sch, bitte. Sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodorus weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern raubt uns allen den Atem. Komm mit mir. Wir suchen uns ein Plätzchen mit einem Dach über dem Kopf. Es gibt viele schlimme Geschichten über den Skarabäus. Apollodorus hat dir sicher davon erzählt. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Ein schreckliches Schicksal. Gefangen im schimmernden Sand. Der Körper und der Geist brennen in der erbarmungslosen Sonne. Darauf wartend, endlich eins zu werden mit der Duat. Aber das sind nur Geschichten. Es gibt sehr viele Schurken in Sais, aber der Skarabäus, wenn es ihn gibt, sprich besser nicht von ihm. Die Nachforschungen von Harkufs Agenten. Beschwerden der Bevölkerung. Ah, Sais ergeht es nicht anders als Siva. Der letzte Mann, der Fragen über den Skarabäus stellte, wurde halb totgeschlagen. Und man schnitt ihm die Zunge raus. Wer war es? Der alte Gupa, der Schwiegervater des mächtigsten Mannes der Region hier, Tahaka. Dieser Junge, Kawab, ist sein Enkelsohn. Hey, keine Lust zu gewinnen? Ich suche deinen Großvater. Weißt du, wohin er wollte? Nein, er wollte zum Lager des Pyros. Er sollte schon zurück sein. Dann werde ich ihn auf der Straße suchen. Wir schicken jetzt erstmal unseren Vogel nach vorne. Das ist halt richtig, Level 16. Ach du Scheiße. Das wird jetzt erstmal wohl hier nix. Das kann ich euch so sagen. Weil es bringt mir nichts. Ich bin dafür zu schwach. Sage ich euch ganz ehrlich.
So, dann sage ich mal später.